Meine Damen und Herren, willkommen zu einer Map, einer Custom Map. Kein Kontakt? Okay, meinetwegen. So. Bitte hört auf, mich einzuladen in eure Party. Ach, das kenne ich schon. Na gut. Habe ich aber in der Aufnahme noch nie gespielt. Was, ich habe Punkt nicht bekommen? Ich habe Punkt nicht bekommen, Leute. Oder? Och ne, jetzt habe ich gerade richtig unnötig gespawnt, toll. Ja, aber warum habe ich Plätze verloren, während... das war so unnötig. Ich dachte aber, ich hätte den Punkt nicht bekommen. Nein, was dreht er sich nicht? So. Ja, wie sind wir hier live auf Twitch? Man sieht halt schon, weißt du, ich habe vorhin Rainbow Six Siege gespielt. Die 5 Leute waren da ungefähr, so Durchschnitt 7. Was auch immer ich das einfach schaffe. Jetzt einfach GTA 40. Instant, einfach. Ich verstehe nicht, was alle an GTA haben. Ich finde, GTA ist eins der langweiligsten Spiele aktuell, was ich in meiner Sammlung habe. Ich wollte aber, also, es kam schon ein bisschen länger kein GTA. Ich muss ein paar Aufrufe generieren. Also jetzt kam jetzt schon ein bisschen länger kein GTA, dachte ich mir, komm, ich habe eh aktuell gar kein Let's Play-Projekt, komm mal ein bisschen GTA. Weil einfach die Leute nichts anderes interessiert außer GTA, das ist traurig. Rainbow geht ja noch, aber ein anderes Spiel, man darf, wenn man halt so viele Leute wie möglich so unter einem Video haben möchte, dann darf man nur GTA spielen. Das wird jetzt die kommenden Tage ein bisschen GTA geben. Aber ja, GTA ist recht langweilig geworden und einfach, man kann einfach nichts machen, ich kann mir nichts kaufen, ich kann weil einfach alles so richtig überteuert ist. Das ist halt einfach so ein bisschen traurig. Das ärgert mich halt wirklich, ne? Warum man nichts machen kann. Ja. Durch Dummheit bin ich jetzt auf dem 4. Platz. Also ich bin natürlich nicht allein, ne? Hier dabei sind noch Snake, Tails Hunter und Lucian und ich. So, Runde 2. Ja, wenn jemand noch ein paar Unfälle baut und so, hol ich dich rein. Aber naja. Also ja, das ist eine Sache, das ist einfach GTA. Ich weiß nicht, ich könnte immer gerne sagen, macht euch GTA noch Spaß? Und wenn ja, warum? Also, bitte auch in die Begründung. Ich habe GTA ist voll toll. Da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Ja, toll. Wie lange spiele ich das Spiel? 2 Jahre oder so? 1-2 Jahre spiele ich jetzt, ist einfach so ausgelutscht geworden. Weißt du, man kennt gefühlt jeden Winkel. Man hat alles gemacht in... Weißt du, diese Map spiele ich auch schon zum 3. Mal. Ich dachte, es gibt eine Map, die blind ist, aber naja. Oh naja. Weißt du, diese Leute, die sagen immer, oh, GTA ist ein tolles Spiel. Nein, oh, was ist das denn für ein Mist? Der zweite, bitte nicht ins Ziel reinfahren, falls du mich hörst. 2. Platz, ja, toll, zu spät. Ja, aber jetzt wird das Rennen beendet und ich werde nicht gekommen. Es gibt keine Person, seid mir ehrlich, gibt es eine Person hier im Chat, der GTA noch interessant findet? Der sagt, GTA ist ein cooles Spiel, weil... Es ist ein cooles Spiel, aber es macht aktuell gar keinen Spaß. Leute, was ist das denn hier für ein Mist? Oh, dieses Rennen, please. So, ja, 4. Komplett verkackt, ey, das... Nein. Das ist doch so, $900. Wofür $900? Das kann doch nicht wahr sein, das... $900 wofür? Für irgendwelche Sachen... Also, weißt du, ich bin jetzt 2 Runden gefahren, der Erstplatzierte hat sogar nur 3000 bekommen. Ja, hier GTA macht mir noch Spaß, aber nicht, wenn ich allein zocke.
Ja, was macht man mit den anderen Leuten? Naja, das war's denn jetzt mit der Folge. Ich glaube, die ist ein bisschen kurz geworden. Wenn ich sehe, die ist zu kurz, hänge ich noch ein Rennen dran. Aber naja, das war's dann jetzt, wenn es nicht so ist. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin und tschüss. Da ich jetzt erkannt habe, dass die letzte Folge, also nicht die letzte Folge, sondern gerade das Rennen, was wir nochmal gespielt haben, bisschen kurz war, aber nur so ein bisschen, ne? So 5 Minuten ging das lang. Ich mir jetzt gedacht, komm, machen wir nochmal diesen neuen Drecksmodus, der einfach nicht schlecht ist. Achso, lol. Teammate. Alter, was geht denn drauf? Ja, toll. Oh, aber dieser Modus ist einfach so schlecht gemacht. Den spiele ich jetzt zum ersten Mal, ne? Den Modus spiele ich zum ersten Mal, aber ich finde ihn jetzt schon schlecht. Das muss so scheiße. Schön, dass er gerade einen Headshot eingesteckt hat. Alter, läuft. Och man, das ist einfach so. Wenn ein Team den Juggernaut hat, haben sie gewonnen. Naja. Man kann ihn einfach nicht töten. Ja, schieß nicht auf den Juggernaut. Schieß auf mich. Gute Idee. Nein, Teammate, lauf einfach. Das sind Gegner, die muss man töten. Was hält der aus? Bitte. Och man. Ja, wir sind wieder live auf Twitch. Hallo an Twitch. Toll. Wir haben verloren. Wer? Hallo an Twitch, hallo an YouTube, hallo an beide. Hallo an meine Mama. Ach, nein. Toll. Komm, tötet den, tötet den. Der ist doch so gut wie tot. Och man, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, mein Ball hat so viel auf ihn und er stirbt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie unkreativ die Leute bei Rockstar geworden sind. Was mit dem passiert? Kann sein, dass die echten Rockstar-Entwickler irgendwie entführt wurden oder so? Durch diese Elite an Videospielersteller ersetzt wurde? Alter, wie viel muss ich denn noch anhitten? Toll. Nein, das ist ein fetter Juggernaut. Man kann auf den schießen. Och nee, kill, 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 kill. Ich brauche einen Gratis-Kill. Nee, der Modus kommt jetzt schon an. Ja, toll. Toll. Ganz toll. So. Der ist im Team der Juggernaut, also muss der auch sterben. Ja, toll, die haben nochmal gepunktet. Warum? Weil die restlichen Leute in diesem Drecksteam unfähig sind, dieses scheiß Backup zu bekommen. Krass, ey. So, ich gehe jetzt noch auf Orange. Was ist das denn? Ich schieße auf seinen Kopf. Nein, der stirbt nicht. Oh Mann. Bitte. Ich ein Snipergewehr? Ja, habe ich. Doch eh nichts trinken. Trinken. Wird nichts trinken. Trinken. Mein Gott, er ist gestorben. So, verreckte Scheiße. Und. Auch immer. Dankeschön. Alter, der ist schon wieder Juggernaut geworden. Was zum. Was ist denn da los mit dem? Was haben wir für ein Team? Die haben keine Ahnung vom Spiel. Das bestimmt, denke ich, haben sie so auf YouTube so gesehen. Boah, Alter, das Spiel muss ja auch haben. Das ist so cool. Das macht die ganzen Clickbait-Tutorial. Toll, wir haben nochmal verloren. Boah, ey, welche Hurensöhne bei. Muss jetzt ernsthaft sagen. Ist halt so, welche Hurensöhne bei Rockstar haben diesen Modus gemacht. Gott. Gott. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Tut mir leid jetzt für die Beleidigung, aber. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich den Modus spiele. Das ist traurig hier. Ja, also ich habe ihn mir davor. Halt nicht wirklich angesehen oder so. Ich hab ihn nur angesehen, ist bei dieser YouTube-Kacke, die ich erstellt habe. Nein, stirb nicht. Halte Schiss aus. Alter, was stirbt er einfach nicht?
So, geht doch. Was zum? Was kann der mich in einem Kampf gar einfach töten? Aber ich kann irgendwie gar nicht töten. Also, wie Minigun, nö. Boah, ey. Das ist diese Person, die mich die ganze Zeit einlädt. Und ich check, dass man diese Person nicht. Ich werde löschen nach der Runde, ne? Also, er lädt mich wirklich jedes Mal, wenn ich ein anderes Spiel spiele, immer in GTA ein. Wenn du dieses Video siehst, ganz ehrlich. Nein, ich soll auch von Leuten zu beleidigen, ganz ehrlich. Ich mag nicht gerne Leute zu beleidigen. Aber das muss man in dem Fall einfach mal rauslassen, weil. Was zum? Ich kann kein Headshot, denn der lebt noch. Alter, Mann. Kann man jemanden dem bei Rockstar eine Schelle geben oder sowas? Mit die Aufgabe so einen Cut zu machen? Weißt du, ich habe auch in dem Spiel bis jetzt nur einmal mein Teammate gesehen. Boah, immer der sein Leben chillt. Wo chillt der denn? Hat der überhaupt was gemacht bis jetzt? Ich weiß nicht, ob er überhaupt jemand Kill gemacht hat. Ja, ich hoffe, es gewinnt Lila, aber am besten natürlich, wenn wir gewinnen, aber. Nein, stirb nicht. Alter, was ist hier los? Der mich gerade. Aber du musst das Spiel gerade verarschen. Toll, die sind schon wieder Juggernaut. Alter, das ist so. Oh Mann. Wow, ich habe einen Juggernaut getötet. Alter, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ich schieße auf den, der ist doch tot. Dann kann sich noch das scheiß Pickup holen. Glaubst du selber nicht? Ja, steckt noch mehr ein. Och man, die haben jetzt das komplette Dreckspiel gewonnen. Nein, Runde Verlierer, auch noch besser. Mal sehen, wie ich Geld dafür gibt. Wow, 8000. Ach, der hat das Spiel verlassen, mein Teammate. So ist ganz irgendwer von euch jetzt noch beitreten, der Lust hat. Weißt du, überall Geier im Stream, in der Lobby und so, die folgen mir überall hin. Sage ich, komm, ihr könnt mal in die Runde reinkommen. Nein, keiner kommt. Weißt du, das sind immer die Besten. Die Leute, die geiern, aber einfach nicht dazukommen. Da fühlt man sich verarscht. Da fühlt man sich richtig schön verarscht. Was zum... Ich hätte den 10 Headshots erlebt noch. So ein Witz. Also ich scheiße, dass ich einfach gar kein Teammate habe. Toll. Jetzt hat Lila den Drecks. Juggernaut. Alter, wie viel hält dieser Typ aus? Das ist doch unnormal. Ich finde, es sollte aber mehr als ein Juggernaut geben. Zwei Juggernauts, das wäre gut. Aber nicht, dass ein Team beide Juggernauts haben kann. So ein bisschen so ein Balancing. So, der Junge. So. Jetzt wird sich aber wie ein Feuerspruch. Oh, Speis. Der Feuerspein. Was zum Alter? Ich dachte, man ist tot, wenn man mit einer Minigun auf einen schießt. Falsch gedacht. Los. Oh. So, der kleine Penner ist schon wieder hier. Der Juggernaut. Also ich habe ja nichts gegen Leute, die mitspielen wollen oder so. Ich habe ja auch nichts gegen Leute, die mich einladen. Ich habe was gegen Leute, die einen 20.000 Mal einladen,
und nicht checken, dass man nicht kommt. Schnell, schnell. Och, Mann. Ja, toll. Also schießt doch auch auf ihn. Weißt du, jetzt habe ich das Gefühl, dass sie sich immer so verkriechen, wenn jemand Juggernaut ist. So, hier, so macht man das. So, zack. So macht man das, so spielt man das Spiel. Zack, abgehalten, Juggernauts werden. Ja, toll, von Seite. Oh Mann. Och Mann, weil dieser Part wird definitiv überlänger haben. Toll. Hat Rache genommen, willst du mich doch verarschen. Weil ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige in der Runde, der fähig ist zu... Toll, die haben erst jetzt den ersten Punkt gemacht. Und Zielpunktzahl ist 5. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ja, wie viele Schüsse der braucht. Ich will mich verpassen. Nein, ich stirb nicht. Was zum Alter? Wie kann der mich bekommen? Ich verstehe nicht. Ich muss drei Magazine mit einer Pumpe schießen. Und der zwei Schüsse, ich bin down. Man schießt doch bitte auf den Juggernaut. Ich hoffe nicht. Jetzt muss man noch eine Seite angeschossen. Weil die nicht richtig sind auf Bildschirm. Das kennt er da oben. Weißt du, ich bin auch alleine in einem Team. Oh, was ey, der da? Da kennt er auf einen komplett random Typen. Ja, toll. Wow, Orange hat gepunktet. Warum? Weil sie zwei im Team sind und sie lernen Team unfähig ist. Nein, oh Mann. Sagt mal bitte in den Kommentaren, wer findet diesen Spielmodus gut? Ehrlich bitte, ehrlich sagen. Jetzt gehen wir die Kappa-Sachen, was auch immer. Ich finde den gut Kappa. Aber ehrlich mal sagen. Findet ihr diesen Drecksmodus gut, findet ihr ihn nicht gut? Kann er nachladen? Kann er mal nachladen? Ist das denn... Also kaum spielt man GTA und schon wird für andere Spiele gegeilt, auch geil. Also ich bin nicht jetzt gerade auf dem Live-Chat, ja. Er ist auch live. Auf dem Chat hier. Was? Lol? Hä? Mit der Hand kann... Erzählen keine One-Shotten, okay. Okay. Glaubst du selber nicht. Das Spiel hat da mal richtig reingeschritten. Also, nee, er sagt, dieser Modus das Schlechteste, was Rockstar jemals gemacht hat. Nach dem Zulassen von Unlock All. Also, die lassen es nicht zu, aber die machen dagegen irgendwie nicht. Die waren Leute, wow. Bannt alle Leute, oder? Bannt am besten die Seiten, die Unlock All verkaufen. Warum kann da niemand auf diese Idee? Toll. Nee, ernsthaft, warum kam niemand auf diese Idee, einfach mal die Seiten zu sperren, die Unlock All verkaufen? Aber da ich jetzt Rockstar Games und sagen, ach man, der hat doch gar kein Leben mehr. Mann, schieß auf den Juggernaut, schieß auf den Juggernaut. Oh, der wollte ich noch mal bekommen. Oder? Kann das sein? Ja, habe ich. Ich habe bestimmt in der ganzen Runde die meisten Kills. Bestimmt.
voll Pflaumen killt. Alter, halt doch noch mehr auf. Ach man. Egal, aber ich habe das Pickup ein bisschen entfernt von diesem Punkt. Wow, wie lange es gedauert hat zu erkennen, dass ich Bild gemacht habe. Alter Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat diese Sachen da platziert? So, ich wette mit euch, ich wette, um wie viel wetten wir, dass ich die meisten Kills in der Runde habe. Egal wie oft ich Juggernaut war oder so. Erstmal gehe ich den Juggernaut jetzt bitte. Ja. Toll, jetzt hat noch Lila gewonnen. Oh, das war dieses Dreckspiel geht noch länger. Matchverlierer, wow! Props an die unfähigen Macher dieses Spiels aus 14.000. Das ist mit doppelt GTA-Dollar. Das bedeutet 7.000 GTA-Dollar dafür bekommen, dass ich einfach mal jeden in der Lobby getötet habe, theoretisch. 87 Kills, okay, ich war der mit dem zweitmeisten Kills, aber der hat nur von Juggernaut gegeiert. Boah, und dann stimmen die auch noch für gut, na gut. Das war's jetzt. Ich glaube, dieser Part hat Überlänge. Ich weiß nicht. Also ich werde dieses Rennen vom Anfang definitiv drin lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bitte Rockstar, macht endlich mal wieder was Gutes. Rockstar Games. Oh. Nee, so kann man ja auch gar keinen Spaß an dem Spiel machen. Spiel haben. Man kann ja gar keinen Spaß an dem Spiel haben, wenn Rockstar einfach es verhindert. Es verhindert es. Du kannst kein Geld machen, außer mit diesem Modus. Kannst du Geld in dem Modus machen? Nein. Aber das war's dann mit diesem Dreckspart GTA. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich an alle Geier fürs Dasein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.